Hallo und schön, dass du meinen Kanal gefunden hast oder wenn du öfters da warst, toll, dass du wieder reinschaust. Heute möchte ich dir Knete zeigen, Kinderknete, die man ganz easy und kostengünstig selber machen kann. Vorab nochmal, nachdem die Knete komplett ausgekühlt ist, muss sie immer in eine luftdichte Schüssel oder einfach in eine Gefriertüte und ein Gummi drum, sonst wird sie hart. Zum Spielen kann man die wirklich eine ganze Weile immer draußen lassen, das macht gar nichts, dann wieder gut durchkneten. Die ist super angenehm auf der Haut, richtig toll zum Benutzen. Für die Kinder toll, wird aus Haushaltszutaten gemacht bis plus Alaun und lässt sich wirklich ganz toll verarbeiten. Ich zeige dir, dass du sie in jeder Farbe einfärben kannst, auch noch lebensmittelecht. Und das geht, wie gesagt, auch noch ganz easy. Und das ganze Ding hier, die große Schüssel, kostet vielleicht 5,20 € und hält sich jahrelang. Also ich habe noch zu Hause und die ist schon 3 Jahre alt, eine rote, und jetzt wollten sie mal eine grüne haben. Und die lässt sich wirklich ganz toll benutzen. Am liebsten nehmen sie dann halt die Plätzchenform zum Ausstechen, aber auch ganz gern das Set zum Durchdrücken, das geht auch. Man kann alles mögliche formen damit. Wenn man jetzt eine Raupe machen will oder so, das geht total easy. Das klebt prima aneinander. Und das ist immer ein Heidenspaß für die Kinder. Das ist Kindergarten erprobt. Ich bin Erzieherin und dann haben wir das schon im Kindergarten immer so gemacht. Und es macht richtig Spaß. So, und dann wäre schon eine Raupe soweit fertig. Noch Fühler dran. Ein Gesicht. Und ihr seht, wie toll das geht. Und vor allen Dingen bei der Knete ist auch das Schöne, die muss nicht weich geknetet werden. Die ist eigentlich immer so schön weich. Und dann sage ich, auf geht's, wir machen zusammen Knete. Für die Knete brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen als erstes einen halben Liter heißes Wasser, richtig kochendes Wasser. Das tun wir in der Schüssel. Und ich färbe meine Knete ganz gern. Das müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber machen. Und meine Kinder haben gesagt, sie möchten gern mal grüne Knete haben. Und dazu könnt ihr Lebensmittelfarbe nehmen oder wie ich nehme ganz gern die Eier-Einfärbfarbe. Und einfach ein bis zwei Tabletten von dieser Farbe ins Wasser werfen. Einen Moment warten, bis er aufgelöst ist. Und das ist wirklich schön. Und vor allen Dingen ist es ja nicht giftig und gar nichts und färbt richtig gut. Ist auch wesentlich günstiger als Lebensmittelfarbe. Im Endeffekt ist es ja wie eine Lebensmittelfarbe, aber es geht wirklich klasse. So. Und jetzt tun wir die festen Sachen hinein, nachdem wir 3 Esslöffel normales Speiseöl reingetan haben. Das ist ganz egal, was ihr nehmt, was ihr zu Hause habt. Ob Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, ganz egal. 3 Esslöffel müssen hinein. So. Dazu kommt dann normales Haushaltssalz und dann brauchen wir 200 Gramm. Ich habe dann schon mal hier die Waage stehen. 200 Gramm brauchen wir. Das ist auch nicht giftig. Gerade Kleinkinder haben ja manchmal den Drall, die müssen ja alles probieren. Und es ist wirklich nicht giftig. Es ist nur sehr salzig. Und die probieren wirklich, die lutschen mal an der Fingerspitze eigentlich, wenn man nicht aufpasst. Und dann schütteln sie sich und das war's. Also da braucht er keine Angst haben. Das ist ein Rezept von uns aus dem Kindergarten. Ich bin ja Erzieherin und so haben wir schon immer unsere Knete gemacht. Halt mit dem Einfärben, das mache ich von mir aus so, weil ich Farbe immer schön finde. Ansonsten, wenn wir die nicht färben, gibt das so ein ganz komisches Grau. So, dann brauchen wir Mehl und da brauchen wir 400 Gramm.
ganz stinknormales Haushaltsmehl. Ein bisschen zu viel. Lassen wir ein klein wenig noch drin. So, und jetzt kommt der Konservierungsstoff. Das ist Alaun, sagen wir dazu, oder Alumen. Das ist aus der Apotheke. Das sind 50 Gramm. Mal gucken. Ja, 50 Gramm. Das schütten wir auch drüber hin. Das ist nicht giftig. Und da haben mich 50 Gramm 4,02 Euro gekostet. Manchmal, also ich war da in 4, 5 Apotheken am Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, und habe wirklich Preise verglichen. Und das war jetzt die günstigste Apotheke. So, jetzt nehmen wir einen Rührlöffel und rühren erstmal durch, weil es ist ja heißes Wasser gewesen. Und warten, bis das ein bisschen kühler wird. Und dann wird nochmal gut mit der Hand durchgeknetet, damit es keine Klumpen gibt. Dann muss das gut abkühlen. Und dann müsst ihr mal gucken, ob die Konsistenz so wie Knete ist. Wenn es zu weich ist, immer noch mal ein bisschen Mehl dazu eingeknetet. Aber das dickt wirklich noch nach. Das müssen wir jetzt einfach mal stehen lassen. Und ihr seht, gibt es ein schönes Mintgrün. Und das könnt ihr mit allen Farben machen. Und jetzt lassen wir es erst noch mal stehen. Lassen es abkühlen und noch ein bisschen nachdicken. Eine ganz gute Probe, aber jetzt fest genug ist es einfach, wenn der Löffel drin stecken bleibt. Ja, dann können wir es nochmal durchkneten mit der Hand. Das kann alles in die Spülmaschine, denn das macht überhaupt nichts. So, und wenn ihr ein bisschen Duft rein haben wollt, weil ihr sagt, naja, besonders toll riechen tut es nicht, dann nehmt ihr wirklich ein gutes Duftöl, kein chemisches, wirklich ein gutes, und knetet das nach unten. Also 3, 4 Tropfen reichen dann. Und dann seht ihr, guckt mal, wie schön das ist, wie so ein Kuchenteig. Und das hält sich wirklich ewig, wenn keine Essensreste, Krümel reinkommen. Dann fängt es schon ein bisschen an zu schimmeln, da wo der Essensrest ist. Das kann man dann aber rausmachen großzügig und kann es dann nochmal verwenden. Aber ein bisschen aufpassen muss man schon. So, ich habe Knete zu Hause. Die ist halt ein Rot. Die ist jetzt schon 3 Jahre alt und die benutzen die Kinder immer noch. So, nachdem das wirklich komplett ausgekühlt ist, tue ich das in eine Plastikschüssel, weil es muss immer luftdicht abgeschlossen sein nach dem Spielen, sonst wird es fest. Aber das ist auch eine tolle Art, wenn man jetzt ein bisschen was knetet oder so und möchte es aufheben. Manchmal sagen ja die Kinder auch nicht kaputt machen, aufheben. Dann lass das einfach am besten auf so einem Tellerchen oder im Tablett an der Luft stehen ein paar Tage, dann wird das ganz hart. Und dann freuen sich die Kinder und dann haben sie ihre eigene Skulptur gemacht. Und dazu möchte ich dir ganz gerne was zeigen. Das ist jetzt so eine kleine Raupe. Die hat mein kleiner Sohn gemacht. Die ist jetzt schon wirklich ganz alt und die sieht immer noch so süß aus. Auch aus Knete. Und der andere, der hat hier die Maus gemacht. Und das hält wirklich, wenn man drauf Acht gibt. So. Am liebsten spielen unsere Kinder mit der Knete einfach mit den Backförmchen von Weihnachten, mit den Keksförmchen. Die kann man ganz toll ausstechen und kann richtig schön mitspielen. Auch die anderen Sachen, die es gibt, zum Durchpressen, ein Pressset, ein Druckset, kann man ganz toll machen und durch das Öl rutscht das einfach raus. Und dann seht ihr, wie einfach das geht. Und für, naja, Alaunmehl, Salz, Öl. Also ich denke mal 5,20 Euro und ihr habt so einen Riesenbatzen Kinderknete. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Es hat dir Spaß gemacht. Und deine Kinder finden es auch toll. Und dann hoffe ich auch, du schaust beim nächsten Mal wieder rein. Mich würde es riesig freuen. Und dann sage ich erstmal Tschüss. Und eine ganz tolle Zeit. Tschüss.